Lagemaße mit GTR bestimmen. Übung 5, wir haben hier eine Tabelle und die zeigt die Inflationsraten von Deutschland und Frankreich und zwar in Prozentpunkten, jeweils im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt also, wenn man jetzt hier so einen positiven Wert hat, dann gab es hier eine Inflation, also eine Verteuerung um eben entsprechend diese Prozente. Und wir haben hier eigentlich über 10 Jahre das Ganze dargestellt, wobei einem auffällt, dass für Frankreich 2012 kein Wert zur Verfügung steht. Das heißt, wir haben also bei Deutschland 10 Werte und bei Frankreich nur 9 Werte. Außerdem sehe ich, dass wir hier Einzeldaten haben, denn wir haben ja hier keine Gewichtung. Also dieser Wert zum Beispiel bei Deutschland, der bezieht sich jetzt nicht auf irgendeine Merkmalsausprägung, die dann so und so häufig vorkommt, sondern die 1,1, das ist ein Beobachtungswert. Und ob der jetzt 2010 getätigt wurde oder 2014, ist jetzt erstmal für meine Berechnung total egal. Das muss man also nicht gewichten oder so, sondern 1,1 geht halt einfach als Einzelwert ein in meine Berechnung und 2,1 und 2,0 und so weiter auch. Und wir haben hier 2 Datensätze. Deutschland und Frankreich haben miteinander nichts zu tun und deshalb kann man jetzt hier von 2 verschiedenen oder unabhängigen Datensätzen sprechen, die man dann eventuell bezüglich von Kennzahlen gleich miteinander vergleichen kann. Okay, das heißt, wir wissen also, wie viele Daten wir haben, wir wissen, um was es geht und können dann einfach mit unserem GTR losrechnen. So, GTR nehmen, Start drücken, Edit drücken und dann bei L1 und L2 die beiden Datensätze hier einfügen. So, genau aufpassen, dass man das korrekt hier eingibt, dass man da keine Kommas vergisst, dass man keine Zahlen vergisst. Und am Ende nochmal kurz prüfen, habe ich hier links wirklich 10 Werte? Ja, das sehe ich. L1, da ist jetzt Schluss, ne? Also das ist der 11. Wert, da ist schon nichts mehr. Und rechts, da ist ein Wert weniger, das heißt, da habe ich dann 9 Werte, kann ich auch nochmal draufspringen hier. Der 9. Wert, 1,3. Passt also auch. Dann gehe ich einmal raus, dann gehe ich einmal auf Stat und dann gehe ich auf Calculate. 1 minus war Stats und gebe hier an Second L1, das heißt, ich fange also erstmal mit dem ersten Datensatz mit Deutschland an. Gut, wir brauchen Lagemaße, das heißt, wir möchten gerne mit Kennzahlen etwas über das Niveau der Daten sagen. Und wenn ich mir diese angucke, dann sind die hier so zwischen 0,5 und 2,1, das kann ich nochmal überprüfen, ich gehe nach ganz unten, minimaler Wert 0,5, maximaler Wert 2,1, das stimmt also. Das heißt, die Werte liegen also in diesem Bereich und ich sehe hier sofort erstmal schon mal den Median. Das ist der Zentralwert, das ist also der Wert, der in der Mitte steht, wenn ich die komplette Datenreihe der Größe nach ordne. Und zwar ist das der 50%-Punkt. Q1, Q3, das sind Quartile, 25%-Punkt, 75%-Punkt, bespreche ich aber in einer anderen Problematik, im anderen Modul. Hier soll es jetzt erstmal nur um den Median gehen. So, das heißt, wir wissen schon mal, der Zentralwert ist 1,4 und jetzt fehlt mir noch das Lagemaß arithmetisches Mittel. Das ist hier oben x quer ist gleich 1,33. Bilde ich also die Summe der ganzen Inflationsraten der letzten 10 Jahre und teile sie durch 10, dann kommt raus 1,333 oder 1,33 hier. So, das merke ich mir. Vielleicht noch das Lagemaß-Modalwert sehe ich jetzt hier im Taschenrechner nicht, sehe aber die 0,5 kommt hier doppelt vor. Die 1,4 kommt doppelt vor, also werden das wahrscheinlich die Modalwerte sein. So, jetzt zu Frankreich. Ich merke mir hier also 1,33 und Median 1,4, okay. Dann Stat, Calculate, 1 minus war Stats. Hier schalte ich um auf L2. Zack. Okay, arithmetisches Mittel ist geringer in Frankreich, 1,177, das heißt also im Durchschnitt eine geringere Inflationsrate, also Verteuerung der Produkte. Dann Median, Median liegt bei 1,2, ist also auch leicht geringer, passt auch ins Bild. Und ja, zum Modalwert, der wird hier nicht angegeben, kann man hier was sagen, kommt irgendwas hier doppelt vor. Fällt mir nicht auf, aber ist auch erstmal jetzt hier nicht so wichtig, sondern es geht hauptsächlich um Median und arithmetisches Mittel, also das, was man hier im GTR ablesen kann. Ja, das ist rein technisch. Die Interpretation dieser ganzen Sachen zeige ich dir in einer anderen Problematik.